dahin. Ist ja auch alles viel besser. Alle da? Hallo Leute, willkommen hier zu unserem Stand. Wir machen jetzt einen Nachschlag über PowerPark. Ich bin Isra, das ist Daniel. Wir wurden hier von Cisco gesponsert, weil ich Technik mehr oder weniger näher beizubringen und um euch zu zeigen, was man alles damit machen kann. Ja, wir nutzen Energien wie regenerative Energie. Wisst ihr, was das ist? Was ist es denn? Genau, erneuerbare Energie. Und dann noch die fossile Energie. Das ist? Ja. Gut, ja. Ich find's gut. Genau, wir benutzen hier ein Kohlekraftwerk, also fossile Energie. Und dann noch die regenerative Energie, Solarenergie. Und ja. Wir versuchen aber komplett auf die fossile Energie zu verzichten, weil es direkt so sein wird, dass wir dann keine Kohle mehr haben. Und wir steigen dann komplett nur auf regenerative Energie um. Und wir versuchen das aber trotzdem dann immer mehr und mehr abzubauen. Also, nochmal im Einzelnen, wir haben ein Programm entwickelt, um zu zeigen, wie dezentrale Stromversorgung aussieht. Das heißt also, wir wollen Strom in der Stadt erzeugen, wo wir sie auch verbrauchen. Stimmt es überhaupt noch einer in dieser Norddeutschen? Also, wir wollen keinen Strom, heutzutage stehen die meisten Windkraftwerke ja noch an der Nordsee oder im Wasser selbst drin in der Nordsee. Aber da es eine weite Strecke ist, von der Nordsee bis Bayern und der Strom halt durch lange Leitungen fließen muss, haben wir dadurch enorme Verluste. Dadurch planen wir halt in Zukunft in Deutschland und ganz Europa und vielleicht überall auf der Welt, den Strom am besten da zu erzeugen, wo man ihn auch verbraucht. Deswegen haben wir mal ein Programm hier entwickelt für unsere Heimatstadt Mülheim. Das ist im Ruhrgebiet, aber das ist eine kleinere Stadt. Wir haben hier in der Seite aufgelistet, wie viel Energie unsere Stadt zu welcher Uhrzeit verbraucht. Man sieht zum Beispiel, dass in der Nacht 2 Uhr 100 Megawatt ist ziemlich wenig, weil nachts schlafen halt die meisten. Und sobald es halt morgen wird, so 7 Uhr, 8 Uhr, steigt der Wert extrem an, auf zum Beispiel 450. Das heißt also, wir brauchen zu dieser Zeit viel mehr Energie, als wir zum Beispiel in der Nacht brauchen. Ja, wohin mit der Energie? Wir haben noch einen Speichersee, den könnt ihr hier sehen, noch eingebaut. Der existiert noch nicht, aber es ist noch in Planung. Er funktioniert so. Haben wir zu viel Energie? Mit nachts? Das Wasser von den unteren Becken hochgepumpt in den oberen See. Und wenn die Weißen zu wenig Energie haben, beispielsweise um 11 Uhr haben wir, um 12 Uhr haben wir 430 Megawatt. Vielleicht ist es an dem Tag regnerisch und nicht mehr windig. Das heißt, weder das noch das funktioniert, oder können wir zumindest anwenden, dann wird einfach durch eine Turbine Wasser wird runtergepumpt, dann wird durch eine Turbine Strom erzeugt. Und dann haben wir mehr oder weniger den Ersatz. Da geht es auch besser sehen, wie das alles so gesagt funktioniert. Thank you.
mal nach, ich mach weiter. Also, das grüne Diagramm sollte uns jetzt eigentlich anzeigen, wie viel Energie wir mit den regenerativen entwickeln können. Also eigentlich sollte das Diagramm jetzt uns erstmal für den Wind alleine eine momentan stetige Gerade zeigen und darauf wird dann noch die Solarenergie gerechnet. Deswegen wäre das ein bisschen immer ein bisschen sinusförmig, weil das habt ihr verstanden, oder? Also nur wie gleich es gibt ab und zu mal ein paar Wellen in der Kurve, weil halt stellen halt da, dass auch wieder den ganzen Tagesablauf, dass morgens die Sonne aufgeht und mittags am höchsten ist und nachts halt wieder keine Sonne aufgeht. Und dieses Diagramm sollte dann halt so eine ungefähre wackelige Kurve darstellen. Das dritte Diagramm sollte dann eigentlich unser Kohlekraftwerk herstellen, was im Moment immer Kohlekraftwerk produziert immer gleich viel Energie, also wäre das eigentlich nur eine gerade Linie. Weil das Gute an einem Kohlekraftwerk ist, man kann dem einfach sagen, produziere und das produziert 24 Stunden durch die gleiche Energie. Das funktioniert. Wo waren wir beim vierten jetzt? Das vierte Diagramm zeigt uns dann an, wie der Füll, das fünfte Diagramm zeigt uns den Füllstand des Sees an, also ja, wir haben es kurz gestoppt, nur der Wind macht das gerade. Also das fünfte Diagramm zeigt uns gerade den Füllstand des Sees an, im Moment an, und das vierte offen ab oder zu. Also da im Moment, ist gestoppt das Programm, also ist mir der Fehler groß geworden. Keine Ahnung, wo ich da ist. Natürlich, also da muss man halt natürlich dann
gucken, wie viel die Stadt verbraucht und dann halt mehr Windräder bauen. Aber theoretisch ist es so gedacht, dass es auch für jede Stadt halt gibt. Gibt es auch von denen hier großen, die waren ein bisschen die eher die großen, die ziemlich viel bei ziemlich Meterbrücken erst. Und dann gibt es diese etwas kleineren, die schon bei 9 ist. Ist doch mal schön, die Stadt zu bauen oder eine Stadtkarte aus dem Erwachsenen. Ja, das haben wir auch recht oft gehört, dass es das nicht gut aussieht. Aber ich sag mal so, willst du lieber deinen Laptop benutzen und deinen Computer? Und du musst das hier ertragen oder willst du gar nicht so benutzen und das hier? Aber ihr wisst, dass es recht gefährlich ist. Ja, das bin ich auch. Deswegen sind auch bei den Ausbildungen. Nee, versucht einfach etwas mehr. Ja, es gibt das dann noch. Warum nicht? Es gibt das aber nicht zu wenig. Es gibt das schon, aber nicht zu viel. Wir können das auch hier in Deutschland machen. Okay, es ist nicht so vorsichtig, aber. Ja, das ist dann aber lange Kabel. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja nicht so. Ja, das kommt auf die Länge an. Ja, die Länge ist dann irgendwann groß. Ich habe mal hier. Bist du der Firma mal sagen? Ja, ich weiß. Aber wenn du schon mehr haben willst, dann musst du Firma machen. Studier sowas am besten, dann kannst du das machen. So, wir haben es wieder halbwegs hinbekommen, das Programm. Wo soll es das Leben aussehen? Seht ihr das? Hallo! So sollte es eben auch aussehen. Diese Linie ist so gesehen hier, die gerade wäre der Wind, der im Moment die ganze Zeit, den ganzen Tag hier gerade gleichmäßig geht. Und diese Hucke sind immer, wenn die Sonne aufgeht und das ist wieder nachts. Also im Moment haben wir extrem wenig Wind, das können wir natürlich ändern.